So, das ist es also, das berühmte Nokia 808 PureView mit einem 41-Megapixel-Sensor. Und ja, es ist ein bisschen dick geraten. Also als schlank geht es nicht mehr wirklich durch. Ich halte jetzt mal zum Vergleich beispielsweise das HTC One S daneben. Da sieht man dann, ja, okay, da gibt es einen kleinen Unterschied. Vor allen Dingen diese Optik hier hinten, diese Ausbuchtung, die braucht natürlich ordentlich Platz, diese Optik. Ganz klar, damit geht es nicht mehr wirklich als Handlicht durch. Dafür gibt es hier aber auch einen echten Xenon-Blitz als Ausgleich. Und vor allen Dingen muss natürlich das jetzt vergleichen mit digitalen Kompaktkameras. Und da denke ich mal, schneidet so ein Smartphone immer noch ein bisschen besser ab, weil kleiner und vor allen Dingen natürlich auch mit mehr Funktionen. Bevor ich jetzt wieder Unkenrufe höre, 41 Megapixel, das sind doch viel zu viel, dann habe ich hier riesiges Bildrauschen. Dem ist nicht so, denn da hat sich Nokia was einfallen lassen. Und zwar wird hier, sind wir jetzt in den Einstellungen der Kamera, im PureView-Modus werden aus diesen 41 Megapixel je nach gewählter Auflösung 8, 5 oder 3 Megapixel im 4:3 Format und hier im 16:9 Format habe ich 8, 5 und 2 Megapixel zur Auswahl. Dann werden aus diesen Bildpunkten jeweils, sagen wir mal, 6, 7, 8, je nach Auflösung, jetzt bin ich ein bisschen nah dran, so funktioniert das besser, vermute ich, werden dann je nach gewählter Auflösung 6, 7, 8 von diesen einzelnen Pixeln zusammengenommen und daraus wird dann das jeweils beste Pixel errechnet, so eine Art Superpixel, wie man es nennt, oder wie Nokia es zumindest nennt, und daraus wird dann entsprechend sozusagen das optimale Bild gebastelt. Ich kann allerdings natürlich auch, jetzt gehen wir nochmal zurück hier in die Einstellungen, hier oben Full Resolution wählen, also volle Auflösung. Da habe ich dann wieder die Auswahl zwischen 16:9 und 4:3 Format. Und da werden dann 34 bzw. 38 Megapixel aufgezeichnet. Das heißt, hier kann ich dann nachträglich beispielsweise noch diesen Bildausschnitt wählen. Und vor allen Dingen kann man dann natürlich durch Ranzoomen, jetzt ist das Bild insgesamt ein bisschen unscharf wahrscheinlich gewesen, da müssen wir jetzt nochmal einen neuen Versuch starten. Gehen wir mal zurück. Jetzt versuche ich das Ganze mal hier ein bisschen wirklich auch scharf zu bekommen, ohne die Finger davor zu halten. So. Also, und dann kann man anschließend in dieses Bild mit der vollen Auflösung auch tatsächlich noch reinzoomen und erkennt trotzdem noch hier, wo es scharf ist, zumindest die einzelnen Details. Und dann kann ich natürlich, aber man erkennt auch hier hinten im Hintergrund, wo es ein bisschen unscharf wird, da kommen dann natürlich auch schon erste Bildfehler zum Tragen, weil eben halt da nicht dieser PureView-Modus gewählt wurde. Die Bilder mit PureView-Modus, die werden, wie gesagt, dann doch deutlich schärfer. Man sieht es jetzt hier beispielsweise auch an diesen Beispielbildern, die ich hier geschossen habe. Und dazu auch mal im Vergleich ein 8-Megapixel-Bild, jetzt von einer HTC One S aufgezeichnet. Einfach um mal auch den Unterschied zu sehen, wie es denn mit der Auflösung aussieht, wenn man dann auch mal in die Fotos reinzoomt. Also wie gesagt, insgesamt durchaus ein stimmiges Konzept, was Nokia da vorgelegt hat und das nicht nur einfach jetzt reine Pixelschinderei ist. Dann werden wir jetzt mal sehen müssen, wie sich das Gerät verkauft, denn letztlich konkurriert es damit mit Kompaktkameras noch sehr viel mehr als bisher andere Smartphones und vor allen Dingen müssen wir natürlich auch noch mal sehen, zu welchem Preis Nokia das anbieten wird. In wenigen Wochen heißt es, soll es verfügbar sein. Ich bin schon sehr gespannt.